Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Serie. Kurz erklärt, mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Heute geht es sich um die stabilen Wasserwerte und warum sie stabil sein sollten. Bis gleich. Ja, Leute, stabile Wasserwerte. Was oder warum müssen wir stabile Wasserwerte haben? Grundsätzlich erstmal ist es so, dass unsere Wasserwerte die Grundlage, beziehungsweise das Wasser und seine Inhaltsstoffe, die Grundlage für unsere Korallen und für unsere Fische sind. In erster Linie natürlich die Korallen, weil die wollen wir ja definitiv pflegen. Viele wollen natürlich auch nur ein reines Fischbecken haben. Das sind die stabilen Wasserwerte nicht ganz so wichtig. Aber das, was tatsächlich stabile Wasserwerte hundertprozentig gerne hätte, sind unsere Korallen. Aus dem ganz einfachen Grund, im natürlichen Habitat, also sprich im Meer, ist es so, dass dort die Werte konstant stabil sind und nur wirklich minimalst fallen bzw. sich verändern. Wir haben es jetzt zum Beispiel so. Wir haben zwei Bereiche, die wir stabil halten müssen, die unterschiedlich schwierig einzustellen sind. Einerseits ist es der Bereich Nährstoffe, also sprich das, was wir mit Masse wirklich brauchen, ist das Phosphat und das Nitrat. Wobei das Nitrat in Anführungszeichen zu setzen ist. Weil das Nitrat ist ja im Endeffekt ein Abfallstoff aus den entsprechenden Stickstoffverbindungen, die von über auf nach umgesetzt werden durch unsere Bakterien. Das Phosphat ist ein ja, grundlegender Baustein für unsere Korallen und für unser Korallenwachstum, unter anderem neben dem Stickstoff. Und im Meer ist der Phosphatgehalt relativ gering im Vergleich zu dem, was wir in unseren heimischen Aquarien, ich sag mal, grundsätzlich haben. Jetzt ist es natürlich erstrebenswert, einerseits hinzugehen und zu sagen, okay, ich möchte den Wert vom Phosphat so nah wie möglich an das heranbringen, was wir im Meer haben. Okay, wäre theoretisch gesehen sinnvoll. Aber da dieser Wert sehr gering ist, haben wir die Problematik, dass wenn irgendwas passieren sollte, wie zum Beispiel mir jetzt auch neulich passiert ist, als ich einen neuen Phosphatabsorber eingesetzt habe, dass mir der Wert in den Keller geschossen ist. Wenn ich jetzt allerdings schon mit einem sehr geringen Wert arbeite und dann sowas passiert, bin ich auf Null, theoretisch gesehen, und meine Korallen sind unterversorgt. Was einigen Korallen, ich sage jetzt mal, nicht ganz so schlimm, ja, was sie nicht ganz so schlimm finden, aber es gibt genug Tiere, wie zum Beispiel Akroporen und höhere SPS oder gerade Akroporen und SPS, die das überhaupt nicht witzig finden. Die dann auch im Nachhinein hingehen und uns das dann nach einer gewissen Zeit zeigen und eingehen, Gewebe verlieren etc. Deshalb hat es sich eigentlich mittlerweile eingebürgert und da gehen hier da dann auch die landläufige Meinung mal auseinander, einen höheren Phosphatwert zu fahren, damit der Weg nach unten nicht so schnell ist und wir somit ein, ich sag mal, ein sichereres System haben. Ich habe zum Beispiel, bevor ich das EpoReef eingesetzt habe, grundsätzlich einen Phosphatwert zwischen 0,06 und 0,1 gehabt. Das war Grundsatz. Mittlerweile hatte ich das vorher auch, aber es gab sehr viele Faktoren, die das Ganze jetzt beeinflusst haben. Jetzt mittlerweile fahre ich so zwischen einer 0,04 und einer 0,06 und versuche tatsächlich wieder weiter nach oben zu kommen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich tatsächlich Schiss habe, meinen Phosphatwert nach, so weit nach unten zu ziehen durch meine Technik aus Versehen und es nicht merke. Und wie gesagt, je schneller das, je weniger Phosphat man im Endeffekt drin hat, desto schneller ist der Weg nach unten und desto schneller kann was passieren. Aber wenn die Tiere, ich sage es mal, einen konstanten Wert haben, den wir versuchen können zu halten, der natürlich im Zusammenspiel mit dem Fischbestand, der Fütterungsverhalten, meinem Aufbau, Strömung etc. zusammenhängt
und wir diesen Wert halten können, dann gewöhnen sich unsere Tiere daran. Genau das gleiche Spiel ist auch mit der Stickstoffversorgung und Nitrat. Korallen, die aus dem Meer kommen, nehmen in der Regel Phosphat auf, ganz normal, und nehmen freie Stickstoffverbindungen auf. Diese hohen Mengen an Nitrat, die wir hier teilweise in unseren Becken haben, wie ich zum Beispiel jetzt neulich mit 120, andere Geschichte, kennen die im Prinzip gar nicht. Sie können Nitrat aufnehmen, ja, das geht, müssen sich aber langwierig darauf einstellen. Das ist dann auch meistens, ich sage jetzt mal, das Problem, wenn ich jetzt einen frischen Import bekomme, der dann in unsere Becken eingesetzt wird. Die Korallen zeigen erstmal nicht die Farbe, die sie haben sollen. Oder man weiß auch gar nicht im Endeffekt, was man da tatsächlich kriegt an Farbe. Sie müssen sich erstmal an unser System, an unser Licht etc. gewöhnen. Das dauert teilweise bis zu 3, 4, 5, 6 Wochen, je nach System. Und dann kommen die Korallen erst wieder in Farbe. Und wir sehen tatsächlich, dass sie sich gewöhnt haben und an unser System gewöhnt haben. Wichtig bei dieser ganzen Sache ist halt, wie gesagt, dass wir konstant unsere Werte halten. Wie gesagt, das eine ist der Nährstoffbereich, das andere ist der Kalkhaushalt. Beim Kalkhaushalt spielt relativ viel mit rein. Wir haben, ich sage jetzt mal, die Hauptkennwerte ist unser KH, dann haben wir unser Calcium. Magnesium spielt eine untergeordnete Rolle, weil es zu 99% mittlerweile kaum noch verbraucht wird in den Becken. Wird auch bei einigen Versorgungssystemen nur noch als Erhaltungsdosis mit dazu gegeben. Und was aber ganz wichtig ist, ist der pH-Wert. So, beim KH können wir mittlerweile hingehen durch die verschiedenen Messgeräte, die es am Markt gibt, und können den relativ konstant halten, wenn man das möchte. Ich habe es mittlerweile durch unterschiedliche Dosiermengen über den gesamten Tag geschafft, dass ich nicht mehr wie eine 0,3 oder 0,3 bis 0,4 am Tag schwanke. So, wenn die Schwankungen größer werden, dann sehe ich, dass irgendwo anders schon wieder was nicht stimmt. So, diesen Wert können wir schon mal gut kontrollieren, weil wir ihn vernünftig messen können und weil wir die entsprechenden Werkzeuge dafür haben, um das stabil zu halten. Wenn man die entsprechenden Werkzeuge dafür hat, also sprich den KH-Keeper oder GHL, das GHL-Gerät, genau. Und über solche Geräte, über solche Messgeräte können wir halt hingehen, messen, Dosierungen anpassen und somit eine Konstanz schaffen für unsere Korallen. Der nächste Wert, der wichtig ist, wo es aber schon schwieriger wird, den konstant zu halten oder fast unmöglich ist, ist der pH-Wert. Ja, sagen wir mal fast unmöglich. Es muss ein wirklich großer Aufwand betrieben werden, zumindest im Moment, damit wir die Schwankungen im pH so gering wie möglich halten. Momentan ist es bei mir so, dass der pH so Pi mal Daumen 0,2 bis 0,3 schwankt. So. Es gibt aber genug Becken, da ist diese Schwankung sehr viel extremer. Und ganz wichtig ist, dass er natürlich nach Möglichkeit über dem Wert von 8 liegt. Je geringer die pH-Schwankung ist, desto wohler fühlen sich natürlich unsere Korallen, weil dieser pH-Wert ist im Endeffekt auch einer der großen Kennwerte, die wir im Auge behalten müssen, die wir aber, wie gesagt, recht schlecht beeinflussen können. Wir können natürlich hingehen, können ein entsprechendes Algenrefugium mit ins Becken reinbringen, was azyklisch beleuchtet wird, um so einigermaßen den pH-Wert zu stabilisieren. Aber trotz alledem wird es so sein, dass wir noch Schwankungen drin haben, die jetzt mal im 0,1er, 0,2er Bereich liegen werden. Den konstant auf einem Level zu halten, ist schon was schwieriger. Und ja, ich sage mal, da arbeiten jetzt einige Leute dran, das auch in den Griff zu kriegen, ohne einen großen technischen Aufwand da im Hintergrund zu betreiben. Man muss natürlich die entsprechenden Mittel haben, also Messmittel, wie zum Beispiel bei mir den KH-Keeper, der gleichzeitig den pH mit jeder Messung rauszieht und was ich nachverfolgen kann über einen gewissen Zeitraum. Und ja, ich muss natürlich die Möglichkeit haben, entsprechend reagieren zu können. Ja, Fakt ist aber, das, was unsere Tiere tatsächlich brauchen, ist diese Konstanz. Diese Konstanz herzustellen ist einerseits beim Kalkaushalt mit technischen Mitteln möglich. Da haben wir halt die entsprechenden Messsysteme auf der einen Seite,
beim Nährstoffhaushalt ist es schon etwas schwieriger. Da ist dann das feine Händchen, ich sage es mal, gefordert. Welche Fische setze ich ein? Wie fütter ich meine Fische? Wie habe ich mein Gesamtsystem aufgebaut? Muss ich mit entsprechenden Mittelchen arbeiten, also sprich mit Absorbern? Setze ich Bakterien ein? Wobei ich mittlerweile überhaupt kein Freund mehr davon bin, Bakterien einzusetzen, aufgrund der Tatsache, weil Bakterienprodukte sich relativ schlecht kontrollieren lassen, aus meiner Sicht heraus. Aber das ist meine also bisher fahre ich jetzt knapp etwas über einem Jahr ohne Bakterienprodukte und das funktioniert sehr, sehr gut. Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich so gewisse Bakterienbrutstätten in meinem Becken drin hatte, die dann für gewisse Wasserwerte gesorgt haben in Bezug auf Nitrat, 120. Das war dann meine eigene Schuld. Also das Problem sitzt grundsätzlich immer vor dem Aquarium und nicht im Aquarium. Man muss eben das umsetzen, was ja, gepredigt wird. Und das habe ich tatsächlich nicht getan. Ja, Fakt ist, unsere Korallen wollen Konstanz, weil sie es aus dem Meer nicht anders kennen. Und wir versuchen halt in unseren mini-biologischen Systemen, egal in welcher Größe, diese Konstanz herzustellen. Je größer das System ist, bis zu einem gewissen Punkt, sage ich jetzt mal, von 700, 800 Liter, lässt sich das alles auch recht gut handeln. Alles, was da drüber ist, wird dann schon aufwendig. Alles, was da drunter ist, ist auch arbeitsaufwendig, weil diese Systeme klein sind und sehr schnell in die eine oder andere Richtung gehen. Und da liegt im Endeffekt die Problematik. Es ist natürlich einfacher und günstiger, erstmal mit einem kleinen System anzufangen, aber in diesem kleinen System das stabil zu kriegen und stabil zu halten und im Endeffekt den Korallen das zu geben, was sie tatsächlich brauchen, diese entsprechende Konstanz, wo wir hinwollen, ist in kleinen Systemen schwieriger als, ich sage jetzt mal, im Bereich zwischen 200 und 700 Liter. Das ist, ich sage jetzt mal, ein System, oder eine Systemgröße, die sich sehr gut handeln lässt und wo, ich sag jetzt mal, die Ausschläge von entsprechenden Problemen, Phosphat, Nitrat, KH etc., nicht ganz so schnell umschlagen. Auch immer noch schnell genug, aber man kann vernünftig reagieren und in den kleinen Systemen, meiner Meinung nach, ist es relativ schwierig. Ja, ihr seht, ich habe wieder mal viel zu lange geredet. Ja. Wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Fakt ist, das, was wir im Endeffekt brauchen, ist Konstanz in allen Bereichen. Also nicht mal eben Nitrat hoch oder Phosphat runter und dann mal wieder auf den Wert. Das nehmen uns unsere Korallen sehr, sehr übel manchmal. Gerade, ich sage es mal, in dem Nährstoffhaushalt vom Bereich Phosphat und im Kalkhaushalt im Bereich vom KH ist das sehr, sehr, ja, kann das entsprechende Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine größere Schwankung im KH habe von 1 oder 1,5 oder 2, aus welchem Grund auch immer, Dosierpumpe ausgefallen, Behälter leer, nicht drauf geachtet, was auch immer. Gerade unsere großpolypigen Korallen wie die LPS, die schrauben mal den Finger hoch und sagen, okay, jetzt reicht's mir und schmeißen zum Beispiel ihre Köpfe ab oder lösen sich auf oder was auch immer. Und das ist im Endeffekt das, worauf wir achten müssen und wo dann auch die Problematik liegt, wenn wir oder wenn Neulinge in dieses Hobby kommen, dass wir erstmal nach Möglichkeit Korallen einsetzen, die das mitmachen. Wie zum Beispiel Weichkorallen. Ja, dass man sich erstmal dran übt. Ich gucke, dass ich meine Werte konstant halte und wenn ich das dann kann oder einigermaßen auf der Kette habe und weiß, worauf ich zu achten habe, dann kann ich mit den Stufen langsam höher gehen und dann kann ich mir auch höherwertige Korallen reinsetzen, die, ich sage es mal, ein bisschen mehr darauf aus sind, mit konstanten Werten zu leben und die auch weniger verzeihen. Also, im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, stabile Wasserwerte ist das, was unsere Korallen wollen, beziehungsweise brauchen, damit wir im Endeffekt auch Spaß dran haben, weil nur dann, wenn wir dran Spaß dran haben und unsere Korallen wachsen, dann macht das Hobby natürlich im Endeffekt auch den Sinn, beziehungsweise den Spaß, den wir dran haben wollen. Wir wollen reinschauen, wir wollen sehen, dass es wächst, wir wollen im Endeffekt schöne Farben haben, etc. pp. Alles das hängt mit stabilen Wasserwerten zusammen. Und natürlich auch mit der entsprechenden Versorgung, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn.
Stabile Wasserwerte sind das A und O. Und ja, sollte euch das hier gefallen haben und ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es mir gerne runter in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Es bleibt definitiv spannend im Moment. Neue Projekt steht an. Es trudeln langsam die entsprechenden Sachen ein. PISA habe ich ja auch schon rausgehauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Weifer. Ciao.